Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, das kommerzielle Internet gibt es nun seit knapp 30 Jahren. Unter dem Strich ein epochaler Fortschritt, wie er im Nachhinein erst noch richtig eingeordnet werden muss. Leider zeigten sich aber hier von Beginn an auch menschliche Abgründe bzw. deren Übertragung auf diese neue Lebenswelt. Direkt aus dem Wohnzimmer können User ihre soziale Interaktion mit der Welt erst einmal neutral gesehen verbessern. Dies gilt jedoch auch umgekehrt und wird gerade dann problematisch, wenn auf der anderen Seite kein abgeklärter Erwachsener unterwegs ist, sondern sich das Kinderzimmer eben befindet. Ohne jede Kontrolle der Sozialadäquanz interagieren heute auf vielen Plattformen Erwachsene und Minderjährige und vor allem ohne Verifizierung ihrer Identitäten. Dies senkt bei Tätern mit pädophilen Neigungen auf quasi allen Ebenen die Hemmschwelle. Entdeckungsgefahr, Scham, Selbstbetrug, Mitgefühl oder schlichtweg der pure Energieaufwand, all das ist deutlich reduziert, wenn man als Täter das Cybergrooming, das sogenannte Cybergrooming für sich entdeckt hat. Frei übersetzt bedeutet das, das digitale Umgarnen von Kindern und Jugendlichen, unter anderem in Chats, Messengern, sozialen Plattformen, um sie dann so weit arglos zu machen, dass auf der nächsten Stufe sexuelle Übergriffe folgen. Der Gesetzentwurf hier, der geht die Problematik dieses anonymen Vorgangs frontal und auch völlig richtig an. Es kann nämlich weder sein, dass durch herkömmliche Rechtsmechanik die Strafbarkeit von Cybergroomern entfällt, wenn auf der anderen Seite eben ein erwachsener Polizist sitzt. Noch kann es sein, dass Ermittlern die Hände gebunden sind, weil sie in diesem perfiden Spiel sich nicht ausreichend tarnen dürfen, wie es natürlich die Täter tun. Das erste Problem. Das war der klassische Lockvogel-Zirkelschluss. Der 176 Strafgesetzbuch führt nun endlich auch zur Strafbarkeit eines Versuchs unter der irrigen Annahme, das Einwirken beziehe sich auf ein Kind. Meint also, in der Wirklichkeit bezieht es sich auf den Polizisten, der als Lockvogel ermittelt. Und die Kritik, dass hier kein Rechtsgut geschädigt sei, das ist 2020 so nicht mehr haltbar. Natürlich muss Recht auch neue Wege gehen können. Wo jede herkömmliche Hemmschwelle fällt, da müssen gerade andere Hürden sehr hoch gezogen werden. Und das zweite Problem komplettiert aus Sicht der AfD erst hier den Lösungsansatz, das Vorgehen hier. Schon lange fordern wir nämlich allgemein die Waffengleichheit der Polizei gegenüber kriminellem Verhalten. Wo dies auch nur eine Möglichkeit aufweist, ist diese wahrzunehmen. Gleichstellung einmal richtig gemacht. Und hier folgt man uns auch. Per sogenanntem Vertrauensbeweis verlangen die Täter nämlich früher oder später von den Ermittlern online kinderpornografisches Material. Und selbstverständlich darf nie echtes verwendet werden, sondern täuschend echtes, digital erstelltes Bildmaterial. Und dem tragen nun 184b Strafgesetzbuch und 110d Strafprozessordnung mit dem Richtervorbehalt komplett korrekt Rechnung. Gut so. Denn auch hier muss der Schutz von Minderjährigen eben als erste Priorität behandelt werden und darf man sich nicht dahinter verstecken, dass Rechtsdogmatik, die niemals in Stein gemeißelt ist, dies so verbietet. Hier muss definitiv vorgegangen werden als Gesetzgeber. Das begrüßen wir als AfD. Und wenn Grüne und Linke in der Diskussion sich hier immer wieder auf polizeiliche Gefahrenabwehr zurückgezogen haben, also man müsste gar nichts ändern, es würde auch so funktionieren, dann befremdet mich das, ehrlich gesagt, zusätzlich. Denn aus dieser Richtung wird ansonsten Polizeiarbeit ganz schnell als politische Bedrohung gesehen und an die Kette gelegt. Und wir als AfD sind hier auf Seiten der GroKo bei diesem richtigen Schritt. So kann man auch mal Politik machen. Da haben Sie auf unsere Anregungen gehört. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Frey, CDU/CSU.